Ich habe das alles aufgegeben fürs Business. Aber was ist denn das für ein Business? Es kommen Leute, Künstler, oder es kommen irgendwelche Leute, die Models sind oder so, auf mich zu und sagen, könntest du da eine Tür aufmachen? Dann mache ich dem eine Tür auf. In der dritten Folge mausert sich der eine Mike zu Chanels Favoriten. Wow, ich hätte nicht gedacht, dass du so Gas gibst. Blöderweise sieht sich der andere Mike auch als Favorit. Ich brauche kein Stoßgebet. Gott himself is on my side. Da kann nicht schief gehen, ganz ehrlich. Bravo, sehr gut. Im Kopf bin ich eigentlich schon mit einem Cocktail in der Hand, an der Seite. Wir sind schon am Reden, also das Ding ist schon gelaufen. Jungs, der Mike hat das Date. Ja, warum? Die Betschi mag mich, deswegen bin ich doch da. Das ist langweilig. Jeder kommt hier rein und sagt, oh, ich hatte ein Date und so weiter. Wenn ich wieder da bin nach dem Date, dann werden die ausflippen, was passiert ist. Gut, habt ihr euch umgezogen? Ja. Super, seht ihr aus? Ja und nein. Also wenn diese drei Italiener nicht etwas untereinander anfangen, frisst Zeppin einen Besen. In im Mezzo, dai, che ti do un po' di amore. Amore. Alle drei zusammen. Alle drei zusammen. Das Einzige, was man da machen kann, während die anderen Spass haben mit der Bachelorette, ist einfach deine Brust aufpumpen, Bizeps ein bisschen wieder betonen. Ganz entzückend. Magic Mike Sees bekommt sogar ein Date mit Chanel. Ey, ganz ehrlich, ey, Bombe. Einfach nur Bombe, der Moment. Den Moment kann mir keiner mehr nehmen von allen anderen Leuten. Ist so ganz einfach. Mike ist in der Haus, bounce. So, es wird rumgemacht, definitiv. Ich meine, erstmal wird gegessen, was getrunken und dann ist die Frau sowieso Butter, Butter, Butter. Ich bin froh, dass ich die Gelegenheit habe, Chanel zu zeigen, was für ein geiler Typ ich bin und dass sie an meiner Seite genau richtig ist in dieser Welt. Das ist so der Plan. Und der wird auch aufgehen, weil bis jetzt ging jeder Plan auf. Jeder Plan bis jetzt aufgegangen? Ja. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Und eben, du sagst, mit 32 hast du alles gesehen und hast die... Zum größten Teil, ja. Ich habe alles erlebt. Und wenn Glamour ist, ist was? Wenn Glamour, dann ist es richtig Glamour. Dann King of Bling Bling, ja, definitiv. Ich gehe einen Döner um die Ecke essen, ich gehe selber einkaufen. Was? Koch mir was. Ist das euer Ernst? Beim Rennen bin ich recht gut. Man nennt mich die Gazelle von den Bergen. Oh mein Gott. Sugar Daddy Christian muss Chanel vor der Nacht der Rosen noch unbedingt was Dringendes erzählen. Was? Okay. Ich bleib den ganzen Tag wohl ein bisschen da. Ich bin auch ein kleiner Erfinder. Also habe ich schon einen Haufen Zeug gemacht, entdeckt, erfunden. Alles, was so nötig ist für einen kleinen Erfinder. So etwas ich würde nicht machen. Ich wollte dir etwas Wichtiges sagen. Und zwar habe ich lange über das Ganze nachgedacht. Ich habe ein paar Sachen gehört, ein paar Sachen gesehen. Und nach langem Überlegen bin ich zum Schluss gekommen, dass ich die Rose mit grossem Vergnügen annehme. Oh Gott! Very good, very good, yeah! Very good, very good, yeah! Mike Sees bekommt am Ende doch noch eine Rose, trotz Sprüchen wie diesen. Weil er bei Manu die Füße einschlafen. Immer Spruch auf Lager, wa? Sisi. Si. So, aber ganz ehrlich, come on, hey. Goldstatus steht mir. Was man sich bei deiner Größe eigentlich gar nicht vorstellen kann. Warum bist du da? Was ist dein Traum? Du. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas?